Nach dem Sieg in der Conference League Quali hat der FCB gestern auch in der Liga erfolgreich sein. Lang sieht es auch gut aus, doch trotz einem starken Auftritt kassiert der FCB kurz vor Schluss noch den Ausgleichstreffer. Und so steht Rot-Blau nach zwei Spielen mit nur zwei Punkten da. Guten Abend und herzlich willkommen zum FCB-Total von dieser Woche. Und wir reden in dem FCB-Total eben über den gestrigen Match. Und das machen wir zusammen mit zwei FCB-Legenden. Sind das der Otto Demames und der Ernie Meissen. Schön, sind ihr zwei da. Ja, Otto, es ist deine Premiere hier beim FCB Total. Du hast gestern, du hast sicher auch verfolgt, bist du im Stadion gesehen oder hast du daheim geschaut? Ich habe daheim geschaut und hat so kleine Vorteile. Ich habe dann das noch zwei, drei Mal in Zeitlupe schauen. Aber es hat angefangen, eigentlich, wie letzte Saison aufgehört hat, so 20 Minuten. Und plötzlich hat der FCB verschütten. Es war eigentlich eine Freude gewesen, außer den Goal, den sie nicht gemacht haben. Du hast gesagt, es war ein unterhaltsamer Nachmittag, es hat viele Goalchancen gegeben, aber am Schluss war es dann eben doch nur 1:1 unentschieden gewesen. Der FCB versucht aus allen Lagen, der Ball findet den Weg ins Goal, aber nicht mehr. Ein Grund dafür ist natürlich auch der gegnerische Goalie Jeremy Frick. Und auch Pech kommt dazu, zweimal prallt der Ball ans Aluminium. Trotzdem unentschieden, darf man aber durchaus zufrieden mit der Leistung sein. In erster Linie ist es super, dass du überhaupt zu Goalchancen kommst. Das ist das Wichtigste. Und nachher ist, je mehr, das ist immer die Wiederholung von der Wiederholung, je mehr du in den Abschluss kommst, desto mehr ist die Chance oder grösser ist die Chance, dass irgendwann einmal ein reingeht. Das ist auch klar, dass wir heute sicherlich vielleicht manchmal auch das nötige Wettkampfglück nicht hatten in einer anderen Phase. Lenkt vielleicht einer den Ball ab und dann geht er so rein und so weiter. Aber wir sind nahe dran und das muss ich sagen, das gefällt mir. Wir sind immer noch ein neues Team und versuchen uns zu verbessern. Meiner Meinung nach ist es eines der besten Spiele, seit ich hier bin. Ich denke, wir haben das Spiel über weite Strecken kontrolliert, sind mit dem Ball sehr gut gesehen und haben so viele Chancen können kreieren. So much chances. Ist klar, dass bei der Hitze mit dem ganze mit den Fans im Rücken, wenn du das Zweite schießt, dann ist der Match vorbei. Das ist klar. So hast du immer ein bisschen. Du suchst zwar das Zweite, weißt aber nicht ganz, wie sehr sollst das Einzelne über die Zeit bringen. Das ist aber nicht mein Fußball, weil eigentlich nur italienische Mannschaften auf Resultat können spielen und nicht Schweizer Mannschaften. Ich bin sehr zufrieden mit dem, was wir gezeigt haben. Ich glaube auch, dass Zuschauer zufrieden können haben, außer das Resultat. Das ist beschissen, muss ich sagen. Wie so oft im Fußball wird mangelnde Effizienz gnadenlos bestraft. Aber nicht nur in der Offensive hat der FCB ein gutes Spiel gezeigt, auch im Spiel gegen den Ball hat es mit Ausnahme von zwei, drei Situationen gut ausgesehen. Ein Mitgrund ist der neue Innenverteidiger Kasim Adams-Nuhu. Kasim hat man gesehen, dass er die Stabilität gibt, die es braucht, mit seiner Erfahrung auch junge Spieler können zu führen. Und da bin ich sehr zufrieden. Und obwohl der 27-Jährige aus Ghana erst gerade vor wenigen Tagen in Basel unterschrieben hat, hat es ihn nicht überrascht, dass er gerade in der Startaufstellung gestanden ist. I was also in pre-season already with Hoffenheim. Ich habe die Vorbereitung mit Hoffenheim vollständig absolviert, also bin ich bereit zum Spielen. Der Austausch mit dem Trainer und dem Staff war für mich sehr wichtig. Sie haben die ganze Zeit mit mir kommuniziert und so ist es für mich einfacher gewesen, zu sagen, dass ich bereit zum Spielen bin. Sie haben mir vertraut und haben mich auch gerade von Anfang an gebraucht. They trusted in me and then they started me. Und trotzdem unentschieden ist klar, auf dieser defensiven Leistung, aber vor allem auch auf der kreativen Offensive, lässt sich definitiv aufbauen. Ja, Ernie, wieder nur unentschieden, aber der bisher beste Auftritt von dieser Saison. Ja gut, das war natürlich nicht schwer gewesen, nach dem Auftritt in Winterthur. Ja, es ist einfach ein Wermutstropfen, dass man hier wieder nur einen Punkt hat können holen. Umso schwer wiegt der Auswärtsmatch gegen Winterthur, wo man unbedingt drei Punkte hat holen sollen.
der Match war soweit okay gewesen, ja, natürlich. Man hat Goalchancen kreiert, das zeigt ja, dass man kreativ nach vorne war. Aber wenn du sie halt nicht reinmachst und irgendwann läufst du halt einmal rein, dann ist eigentlich die ganze Arbeit umsonst, weil der Fußball, der lebt von der Goal. Das ist das Entscheidende. Und Servet hat das auch dann am Schluss clever gemacht. Die haben einen schnellen Konter gesetzt. Und der Ball war nicht immer so einfach gewesen, zum Abnehmen in der Mitte. Das war noch schwierig gewesen. Das macht auch nicht jeder. Aber die haben die Chance ausgenutzt. Eine Chance, ein Goal. Und am Schluss zählt eigentlich nur das. Ich würde gerade sagen, eben, viele Chancen, man hätte hoch könnte gewinnen, aber schlussendlich hat man einen Punkt und nicht mehr. Ja, das ist noch schwer zu eruieren. Ich habe es auch nicht ganz begriffen, dass man die Ruhe ein bisschen noch bewahren vor dem Goal. Und ich denke, wenn es zweite gefallen wäre, dann hat es wahrscheinlich gerattert. Denn Servet war an diesem Tag nach meiner Meinung nicht gerade eine starke Mannschaft gewesen. Die haben hinten nicht wahnsinnig gut verhebt. Also der Einzige, der dort verhebt hat, war der Goalie gewesen. Und der hat einen guten Tag verwünscht zum Pech vom FCB und zum Glück für Servet. Ja, über den Goalie reden wir sicher nachher noch mehr. Gehen wir doch den Match kurz durch und schauen uns zusammen ein paar Szenen an. Es hat in der 32. Minute so die erste heisse Szene gegeben, und zwar bei dem Foul, Ernie. Das hat geil gegeben. Aber meiner Meinung nach, das ist fast rot, oder? Ja, eben. Da streiten wir natürlich praktisch jedes Wochenende drüber. Ist es jetzt gel oder ist es doch rot? Klar, er geht auch sehr hart rein. Haben wir aber bei Milan auch gesehen. Ja. Haben wir auch gesagt, das könnte rote geben. Hat all den Gelli. Das sind Entscheidungen vom Schiri, die man halt trifft. Und das muss man halt akzeptieren. Aber eben, für das gibt es ja eigentlich die Wahr, oder? Da kann man das anschauen. Man hat ja gesehen, dass es checkt. Aber schlussendlich nichts geändert. Ja, das ist auch immer ein bisschen eine Gefühlssache. Also, das haben wir erlebt so. Einmal sieht man es so, einmal so. Also, ich bin jetzt auch eigentlich der Meinung von Ernie. Man könnte rot geben, man muss nicht dringend. Wenn sie hier rot geben, könnten sie wahrscheinlich 3-4 anderen auch während dem Match eine rote Karte geben. Und mit dem War sind wir wieder so weit. Dann am Schluss schauen wir nur noch War. Und ich bin der Meinung, man sollte auch das Gefühl ein bisschen walten lassen und den Schiedsrichter nicht immer ins Ohr sagen, jetzt ist Hens gewesen, es ist nicht Hens gewesen, es ist das gewesen, es ist Offside gewesen, es ist nicht Offside gewesen. Und ich bin nicht so Fan. Ich finde es gut, wenn man es ab und zu macht, aber nicht laufend. Also kann man auch von ausgleichender Gerechtigkeit reden, wie du gesagt hast, mit Milan. Der Danen Doi ist zum Glück unverletzt geblieben und er ist bei der nächsten Szene die Hauptfigur. Er macht nämlich das 1:0 kurz vor der Pause. Und da, Ernie, das ist natürlich das Entscheidende, der Zweikampf, den man hier gewinnt und halt auch mal ein mit Köpfchen nach vorne geht, ein bisschen schaut, was ist möglich und so weiter. Nur das da ist natürlich deutlich von dem Verteidiger. Ich meine, wir würden uns tödlich nerven, wenn ein FCB-Verteidiger so reagiert hat. Er kann den Ball annehmen und kann aufbauen und spielt natürlich einen Deuer voll im Fuss. Und auch der Schuss aus dem Stand von so weit, der ist nicht unhaltbar gewesen. Also da hat man ein bisschen auch das Glück gebraucht, dass der reingeht. Und dann eben, es war ein Konter zuerst von Servet und dann hat der FCB wahnsinnig viel Platz gehabt. Also in der Mitte sind praktisch keine Gänse. Ja, das ist das, was ich vorher gesagt habe. Servet hat hinten relativ schwach gespielt. Und Trenteuer ist ein sehr schneller Mann. Und wenn er sich dann irgendwann mal nur noch aufs Spiel konzentriert, kann das ein sehr, sehr guter Mann werden für einen FC Basel. Er sollte vielleicht einmal die Schreierei und das ganze Theater auslassen, schütten. Das kann er und soll sich auf das konzentrieren. Und dann wird er wahrscheinlich vorne sehr, sehr stark. Der Defensive, eben Gomez habe ich vorhin angesprochen, der war eigentlich der ausschlaggebende Punkt, dass wir in den Konter rein können. Wie hast du jetzt ihn gesehen? Er hat jetzt zweimal gespielt. Schon eine Stütze, wenn man es jetzt vergleicht mit dem Chiga, der ein bisschen unsicher war? Ja, das ist ja so. Ich meine, Chiga, seine Fehler, die kennen wir jetzt langsam. Ich glaube, das ist langsam, ich muss brutal sagen, fast erledigt. Aber
die zwei mittleren Verteidiger, die jetzt auf dem Feld gestanden sind, die sind gut gewesen. Das ist ein Duo, auf die kann man aufbauen, da weiss man, was man hinten drin hat. Die sind stabil. Der Adam ist auch routiniert und so, das braucht sie. Das haben wir ja lange gewünscht, dass es das einmal gibt. Die Verteidigung ist gut gewesen. Der Gegner ist wirklich nicht so top gewesen, wie ich auch schon selber gesehen habe. Ich habe die schon viel, viel besser gesehen, auch offensiv. Da ist offensiv natürlich auch nicht viel gegangen. Soll jetzt der FCB nicht schlecht machen. Vielleicht ist auch so wenig offensiv gegangen, weil sie halt auch gut dagegen gehabt haben. Aber wenn es dann einmal vielleicht gegen IB oder so geht, dann muss man, dort wie man dann schon sehen, was haben sie wirklich drauf. Und hinten ist es momentan so ein bisschen Ausprobieren auch. Eben gestern hat der Gomez mal gespielt, neben Kasim Adams. Und links der Belmar statt Katterbach, der glaube ich noch nicht fit genug war. Aber der Belmar hat man an Padula vorgezogen. Wie siehst du die Variante? Können wir das öfters machen? Ja, das kann man. Also wirklich, weil der Belmar ist sehr, sehr schnell, ist technisch stark, kann Fußball spielen. Ich hätte ihn sogar im vorderen Mittelfeld gesehen. Weil er kann die Pässe spielen. Also, ich finde ihn dort besser als hinten in der Mitte. Also die Entscheidung ist für mich absolut richtig. Ehrlich? Ich denke auch, dass er dort aussen den besseren Part kann spielen als im Zentrum. Weil wenn er nicht einen nebenan hat, der auch ein bisschen routiniert halt ist und eben von der Körpergröße halt auch ein bisschen stabiler ist, er ist mir fast zu klein, um hinten in der Mitte ein bisschen ein Turm zu sein. Und darum, auf der Seite aus, habe ich das Gefühl, kann er mehr Einfluss aufs Spiel nach vorne nehmen, weil er technisch sehr gut ist, weil er nicht nervös wird, wenn es eng wird, weil er Saug hat, um die Bässe zu spielen. Und vielleicht kommt er durch das auch mehr in die Offensive führen, dass er halt auch mal einen Assist kann verbuchen und so. Und dann haben wir den Kasim Adams, der gestern gerade gespielt hat, letzte Woche neu verpflichtet worden. Und da sieht man halt schon, eben, er hat mit Hoffenheim die Vorbereitung mitgemacht, er ist bereit. Ja, und ich glaube, er ist der Typ, der genau, wie der Ehren jetzt gesagt hat, man braucht hinten halt einen Felsen, braucht man, der oben drin steht. Und wenn der sich weiter so entwickelt, denke ich, ja, ist das die absolut richtige Lösung. Das könnte die Zukunft haben. Und jetzt haben wir ein bisschen über die Defensive geredet. Eben, schauen wir die zweite Halbzeit an. Da war in der Defensive nicht viel los beim FCB. Der FCB hat nämlich offensiv Chance um Chance gehabt. Und einer, der hier viel Chance hatte, das ist der Jackie Andunieni. Hier zuerst Pfostenbech. Ja, er macht das richtig. Er macht eigentlich alles richtig. Er hat halt jetzt wirklich halt das Pech, dass der Ball, wenn der 10 cm mehr links ist, noch ist der drin. Aber das passiert halt im Fußball. Im Fußball gibt es Lattenschüsse, gibt es Pfostenschüsse. Wie gesagt, das gehört zum Fußball dazu. Da ist Goalie eine super Reaktion, das haben wir beim Linden letzte Saison, andauernd so Situationen gehabt, da hat er das Spiel gerettet, da hat es halt jetzt der Frick für Serve gemacht, das gehört zum Fußball. Da sind Qualitäten halt an mich gefragt, die den Unterschied ausmachen. Und da war es jetzt bisher der Goalie in diesem Spiel. Ein anderes Mal ist es ein offensiver Part, der das übernimmt. Und beim FCB hat es halt jetzt einmal nicht gepasst mit diesen Schüssen, wo manchmal gehen sie rein, manchmal halt nicht. Aber das Wichtige war, man hat die Chance in diesem Spiel gehabt. Und darauf lässt sich auch aufbauen. Das gibt dir trotzdem auch das Vertrauen, weil du merkst, wenn wir so und so und so spielen, kommen wir auch zu diesen Chancen. Oder? Und das war im Winterthur null der Fall gewesen. Und das ist das Ärgerliche, dass die drei Punkte, die man dort hat, müssen holen, zwei davon fehlen jetzt schon. Und darum, das Spiel, da kann man nicht nur Vorwürfe machen. Oder? Eben, der Amdouni ist noch ein Junge, eben, aber er war sehr auffällig, auch schon gegen Winterthur. Ist vielleicht auch so, eben, wenn er jetzt mal einen macht, dann könnte der Knoten dann plötzlich platzen. Ja, das ist klar. Man muss einem Jungen die Chance geben. Und er hat ja bei Lausanne bewiesen, dass er Goal schiessen kann. Und ich denke jetzt auch mit dem Börcher, der jetzt nach vorne mal Dampf macht, der auch Ball erobert im Mittelfeld und es gerade weiterspielt, da profitieren sie jetzt auch davon vorne, wo sie dann können, sind einmal steile Ball gespielt worden, schnelle Ball gespielt worden. Also einmal gehen sie eben rein und einmal gehen sie nicht rein. Aber wenn sie weiterhin
weiterhin so viele Chancen haben, dann gehen sie mal rein. Da bin ich überzeugt. Und du hast gerade den Böcher angesprochen. Der Böcher, der in den letzten Spielen wird er immer mehr zu einer Stütze und auch, hat auch mehr Selbstvertrauen auf dem Platz. Ja, das ist so. Gute Spiele geben dir immer mehr Selbstvertrauen. Und dann geht vieles automatisch, was du vorher vielleicht gezögert hast und dann machst du sowieso immer das Verkehrte. Er hat jetzt in dieser neuen Saison eine enorme Entwicklung auch gemacht, einen enormen Einfluss aufs Spiel. Und ich bin am Anfang auch ein Skeptiker ihm gegenüber gewesen. Heute muss ich sagen, das ist der Mann im Mittelfeld momentan, wo alles macht, defensiv, offensiv, läuferisch enormen Radius hat. Nein, der macht richtig Freude im Moment. Ja, und schiessen kann er auch, hat man auch letzte Woche gesehen, gestern. Er hat alles drauf momentan. Also von den Pass, von den Zweikämpfen, defensiv, offensiv, läuferisches Vermögen, Schüsse, auch dort hat er vorher schon ab und zu mal einen drauf gehabt. Aber jetzt ist er so irgendwie so komplett geworden in diesem Spiel und das macht schon Freude. Schauen wir weiter im Spiel. Eben, jetzt sind zuerst Amdouni mit der Chance und dann nachher ist der Verteidiger gewesen, der Lopez, weil ich sonst nicht so vor dem Goal anzutreffen ist. Otto, der zweimal auch ein guter Reflex einfach vom Goalie, sonst ist er drin. Ja, das stimmt. Ja, der hat doch jetzt, im Gegensatz zum ersten der Goal, der innen ist, ist der einer schwerer zum Holen gewesen. Der hat das selber rausgeholt. Ich meine, besser kannst du auch nicht schiessen, vielleicht ins Kreuz offen oder so. Aber er ist zur Chance gekommen, er hat sich durchgesetzt und das ist wichtig. Ja, und dann hier auch nochmal die eine oder andere Chance. Aber auch der Frick, muss man einfach sagen, jetzt hat einfach, gestern hat er einfach wirklich einen riesen Nachmittag eingezogen. Absolut. Und sonst hätten sie höher gewonnen. Ja. Aber eben dort, es hat ja so eine Druckphase gegeben. Du bist irgendwie in 10 Minuten, jetzt fast im Minutentakt, hat Chance gegeben. Und ich glaube, jedem Stadion hat dort irgendwie das Gefühl gehabt, hey, das 2-0 ist einfach eine Frage der Zeit. Das ist ja so. Das ist ja das, was man viel mehr aufbeschwören als Mannschaft. Wir haben ja bei der ganz grossen Mannschaft, die wir mal hatten, da hast du eine Viertelstunde vor Schluss 2-0 hinten gewesen. Du hast plötzlich gemerkt, jetzt geht's los. Und du hast gewusst, die kehren das noch, weil du den Willen gesehen hast in diesem Spiel. Und die Spielanlage, die sie hatten. Und das ist jetzt teilweise wieder ein bisschen der Fall gewesen, klar. Zum einen, Servette vielleicht nicht gerade so stark gewesen, aber egal. Man hat jetzt auch gegen am letzten Donnerstag gesehen, das war eine ganz biedere Mannschaft gewesen, und dort hast du nie das Gefühl gehabt, da kesseln sie jetzt gleich oder die lassen sie jetzt abend und machen. Auch schwierig gewesen dort. Da hat man doch einmal die Viertelstunde gehabt, wo man gemerkt hat, jetzt geht etwas, jetzt haben sie ein bisschen Ideen. Jetzt hat jeder einmal selber eine Idee, was will ich machen, damit etwas passiert und nicht jeder andere soll. Und komm, ich gebe lieber dem, der soll schauen, dann mache ich keinen Fehler. Nein, da hat jeder Verantwortung übernommen, um etwas zu probieren. Und darum ist es doppelt so schade, dass das nur einen Punkt gegeben hat. Ja, bis in die 80, also bis das Gegengoal gefallen ist, sind sie ja so offensiv gestanden. Du hast das Gefühl gehabt, die sind sich sicher, die gewinnen den Match. Und dann ist halt eben, wenn man sie halt vorne nicht macht, bekommt man sie halt hinten, wie so oft. Und das ist entstanden eigentlich durch einen FCB-Angriff. Schauen wir doch die Situation auch noch an. Und eben hier der Fehlpass. Ja, das ist ein liederlicher Fehlpass, aber hier ist halt auch sehr, die machen nicht lang. Hier wird kontert drauf los. Hier hat keiner gross gezögert, die haben ihre Chance wahrgenommen, auch gemerkt, dass da etwas geht. Und der Ball war nicht so einfach zum Nein in der Mitte. Der kommt noch auf und war relativ stark. Den musst du, trotz allem, den musst du noch zuerst machen. Bin nicht überzeugt, dass das jeder macht. Und dann, Otto, dann ist auch noch ausgerechnet ein Ex-FCB-Spieler, der Dimitri Oberlin bei diesem Goal beteiligt war, wie so oft. Das passiert oft im FCB. Ja. Ja, vielleicht will halt da zeigen, wieso bin ich nicht mehr da. Ich will euch jetzt zeigen, dass wir eigentlich hätten so behalten. Ja, vielleicht sind es auch so viele Spieler, die beim FCB waren, die noch jemand anderes mittlerweile spielen. Ja. Das ist natürlich auch noch ein Ding, aber das ist ja, ich meine, ja, Oberlin, manchmal hat er mal Glück und trifft den Ball zwei richtig. Ball und ein Pass. Ja. Meistens trifft er es ja nicht. Da hat er alles richtig gemacht, das ist halt Fußball. Ist manchmal schon unergründlich. Ja, das ist ja die rechte Seite gesehen, wo er den Supersprint angelegt hat. Genau. Ja. Aber man muss wirklich sagen, schlussendlich, eben, der Match gestern, eben, spielerisch haben sie mal wirklich ein bisschen gespielt und sie haben sich wirklich die Chancen rausgespielt, was man in letzter Zeit nicht immer gesehen vom FCB. Das ist ja so. Ich hoffe jetzt einfach, es geht so weiter. Weil der Ernie hat schon gesagt, er wird
ist an diesem Tag nicht eine bombenstarke Mannschaft gewesen. Also vor allem hinten nicht. Und ich denke, es gegen IB wird es dann schwieriger, so zu spielen. Die haben auch nach vorne viel mehr Druck. Ich habe jetzt eine Halbzeit von IB gesehen. Da geht es schon ein bisschen anders zu. Jetzt hoffen wir, dass sie das können fortsetzen können. Dann ist es gut. Dann ist es wirklich gut. Dann haben sie es gezeigt. Und sonst müssen wir wieder anfangen. Also eben, offensiv, weißt, es kann gut kommen, musst auf die Goal schießen. Defensiv, wie kannst du jetzt Defensive bewerten, eben nach diesem Match? Ja, man kann es schon ein bisschen bewerten. Man hat gesehen, die zwei in der Mitte sind stabil. Da hat man gegen Schwäche, gegen Winterthur schon viel, viel schlechter ausgesehen. Da, die zwei Stöner, die in der Mitte und die Außenverteidiger sind nie das grösste Problem gewesen. Das Problem gegen IB wird sein, die Mischung zu finden zwischen Defensiv und Offensiv. Wie stehen wir? Wie viel Druck getrauen wir zum Aufsetzen schon in der gegnerischen Hälfte? Weil IB natürlich auch mitkommt. Die sind natürlich entweder, auch wenn sie die hinten reindrücken, sind sie spielerisch extrem stark, aber auf Konter mit dem Elia und mit all denen, die der Fasnacht und so, die da kommen, da geht die Post ab. Und das wird allweil schwierigste für den Trainer sein, die Mannschaft einzustellen, wie gehen wir auf den Platz. Tun wir zu defensiv stehen oder zu offensiv? Das, dort die Mischung zu finden, das ist die Herausforderung gegen IB. Und IB ist ja der nächste Match, aber eigentlich wäre ja das der FC Luzern. Das wäre am nächsten Wochenende. Der FCB hat aber spielfrei, weil in Luzern eine Bundesvier stattfindet. Jetzt ist letztes Jahr in Bern eine Baustelle am Bahnhof, jetzt ist da eine Bundesvier. Was sagst du zu so einem Entscheid, dass die Match nicht stattfindet? Ja gut, wenn wir von der Bundesvier reden, dann entweder alle oder keine. Also dann müssten sie alle Spiele verschieben. Sie sind ja überall Bundesvier. Also für mich völlig unverständlich. Ja, es ist auch nicht korrekt, es ist nicht fair, weil wenn sie gegen Luzern spielen, ist das nicht das gleiche Spiel, wie wenn du gegen IB noch musst spielen. Das heisst, wenn sie Luzern hatten, da liegt der Sieg immer drin. Und dann ist natürlich auch die Begegnung gegen IB anders. Dann hast du 3 Punkte mehr. Und so kann es sein, dass man, wenn man hier verliert, ist man 7 Punkte hinter IB. Und das ist ja nicht das, was man nach 3 Runden hätte wollen. Darum, das ist mehr als ein Nachteil, was da jetzt passiert mit dieser Spielverschiebung. Und ich weiss nicht, dass man das so muss akzeptieren. Ich habe mich auf jeden Fall vehement gegen so etwas gewehrt. Und wie der Roth jetzt gesagt hat, entweder alle verschieben oder dann keinen, weil ich glaube nicht, dass die FCB-Fans hier in die Stadt wären, randalieren wegen, und das stören, irgendeinen 1. August feiern. Also, das ist ein fettiger Witz. Ja, aber das tangiert sich ja nicht. Eigentlich kommen ja die Fans an, die gehen in den Stadion, ja, gehen natürlich wieder zurück. Und es ist ja komisch, weil am 1. Mai hat ja Basel gegen Zürich gespielt, daheim. Man kennt es, 1. Mai überall eine Demonstration, es braucht viel Polizei. Und dann ist es aber nur um den Titel gegangen und das Spiel hat stattgefunden. Also, wieso schaffen denn die anderen nicht? Weil Basel schafft es ja auch. Ja, also für mich auch völlig unverständlich. Und eben, wie wir gesagt haben, entweder alle verschieben oder keine. Ja. Aber eben, vorher spielt ja der FCB noch einmal. Ich meine, Donnerstag ist Pflicht, du musst einfach noch mal irgendwie gewinnen und dann bist du eine Runde weiter. Ich denke, da solltest du dir Selbstvertrauen holen zum Goalschießen, weil das ist wirklich, wie ich habe gesagt, das ist eine Drittligamannschaft, das ist gar nicht, das ist Challenge League in der Schweiz. Und gegen die kannst du auch etwas riskieren, da kannst du ein bisschen etwas machen und darfst natürlich nicht einfach blind reinlaufen. Logisch, aber die sind von der Qualität her so schwach gesetzt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die auf der Insel viel, viel besser sind. Das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Und darum, da muss man schon gehen und die Offensive forcieren. Klar, aus einer gewissen gesicherten Abwehr spielt schon immer, aber die Offensive so forcieren, dass wenn denen nochmal ein zweites Goal gegeben hast, dann brechen auch die ein, dann schießt auch die an und dann kannst du das Selbstvertrauen holen für das nächste Spiel gegen IB. Ja, und eben, also, es kann ja gut oder schlecht sein, dass man jetzt hier, man hat zwar nicht mehr den Spielrhythmus, wenn man ja dort rausgeht jetzt, also am Wochenende eben aus diesem Rhythmus, aber dafür kann man einfach am Donnerstag wirklich alles reinwerfen und einmal ein bisschen probieren. Absolut. Und so wie ich den Alex Frey kenne, also wie ich ihn gesehen habe, wird er die schon marschieren lassen dort, damit, wenn er sagen würde, die haben den Frey am Sonntag, die können jetzt alle Kraft dort einsetzen. Und wenn sie es nicht würden schaffen,
dann wäre es schwach. Ja, dann ist wirklich etwas los. Da, ja. Ja, aber eben, im Normalfall, der FCB kommt weiter und dann in der nächsten Runde sollte man vermutlich auf Brøndby treffen. Die haben zwar auch noch 1-1 gemacht, aber das ist dann schon ein bisschen ein anderes Kaliber als jetzt die sie jetzt hier haben. Die werden garantiert besser sein. Die sind ja regelmässig in europäischen Wettbewerben tätig. Und da braucht es dann schon wieder etwas mehr. Aber das wird ja jetzt sowieso von Runde zu Runde schwieriger werden. Das ist ja so. Und ja, da muss man halt durch, wenn du sonst so viel Qualifikationen musst spielen. Was willst du machen? Auch wenn halt ein ganz starker kommst, dann musst du halt auch mal so einen schlagen. Du kommst nicht einfach so in die Champions League rein oder in die Conference League schlussendlich, wo auch immer. Du musst immer Leistung bringen und ja. Und eben nachher, also die spielen ja dann nochmal, es geht jetzt Schlag auf Schlag, Woche für Woche. Und dann kommt ja das eben das IB. Wie siehst du das mit dem spielfreien Wochenende? Ist das ein Vor- oder ein Nachteil? Kannst du dich da besser darauf auf IB vorbereiten oder ist das besser, wenn du spielst? Also ich kann hier eigentlich nur von mir reden und ich habe den Rhythmus lieber gehabt. Spielen. Ein Spieler will spielen, will nicht das Training ersetzt, spielen nicht. Und meistens tun den Trainer an diesen spielfreien Dings Training noch ein bisschen verschärfen. Wer hätte das gern? Er schüttet doch lieber, macht einen Match. Ist doch viel schöner. Also, verschobene Spiele ist für mich nicht das Richtige. Eben, Alex Frey ist sicher auch so einer, spielen, hat er spielen. Wie ist das jetzt, Alex Frey echt als Trainer? Hat er das auch lieber spielen? Oder? Ja, der wird auch das weitergeben, was er selber erlebt hat, was er am liebsten auch gehabt hat, was sich für ihn sicher auch bewährt hat. Und auch ich habe lieber alle 3 Tage ein Match gehabt, als eine Woche am Freien und nachher am Montag ein riesen Training mit Kondition und allem. Das haben wir nicht gern gehabt. Und das haben die Spieler auch nicht gern. Im Match säckelst du automatisch viel. Das ist ja das, was Freude macht am Fußball, mit dem Ball etwas machen, vor Zuschauern vor allem auch, weil das treibt die auch noch an und so. Und irgendeinen Waldläufe machen oder Treppen steigen und so, wie wir, weisst du, ein Ortel früher gemacht haben. Das hat uns keine Freude gemacht, das haben wir gezwungenermaßen gemacht. Darum, auch hier, Rhythmus am liebsten alle 3 Tage spielen. Und dann kannst du dich nämlich in der Training sehen, ein bisschen ausruhen, wieder ein bisschen erholen. Und darum, ich bin überzeugt, auch die Spieler wollen lieber spielen. Und dann kommen in 2 Wochen die Young Boys. Die haben jetzt 2 Matches bestritten, 2-mal relativ hoch gewonnen. Sind die auch wirklich so gut, wie das die Resultate vermuten lassen? Ja, das ist jetzt nach 2 Runden schwer zu sagen, aber sie haben die 2 Matches gewonnen. Sie haben gegen Zürich 4 Goal geschossen. Und sie haben in Sion gewonnen. Dort ist es auch nicht so einfach. Also es wird kein einfacher Gegner. Und sie haben wieder ein bisschen zu ihrem Spielrhythmus gefunden, hat es mir gedacht. Und es wird ein schwerer Match. Und vielleicht ist es auch gut, dass sie mal so jemanden haben, wo man sich dann wirklich kann messen kann, wo stehen wir. Ich habe jetzt nach dem Serve, dann nach dem Unentschied, kann man nicht sagen, wo stehen wir. Wir haben es auch gut gespielt, wir haben Pech gehabt. Aber wo wir genau stehen, gegen stärkere Gegner, das wissen sie dann gegen IB. Aber siehst du, die Young Boys, sie haben sich doch auch recht verstärkt. Und eben, es fühlt sich schon ein bisschen an, als dass es schon eine rechte Einheit ist. Sie haben sehr gute Transfer getätigt, mit dem Mittelmeer in den Samen wieder zurück und. Ja. Ich habe sie gegen Zürich gesehen, dort haben sie ein bisschen Dusel gehabt, dass der Marcus Hahn den Penalty verschiebt. Vielleicht wäre es dort auch noch mal ein bisschen in eine andere Richtung. Aber wenn du nachher dem FCZ 4 Goal einschenkst, dann zeigt das schon, was du für eine Klasse hast. Und wenn du in Sion unten nach 6 Minuten 2-0 führst, dann zeigt das schon, dass du etwas drauf hast. Und die müssen eher jetzt schauen, dass sie nicht schon das Gefühl haben, es läuft wieder von allein. Das wird das Schwierigste für den Trainer von IB sein, die wieder so ein bisschen oben runterzuholen, dass sie wissen, was sie wieder anfangen müssen. Und ich denke jetzt, der Trainer, den sie jetzt haben, mit dem Raffi, der macht das auch gut. Sonst wären die nicht so gestartet. Also IB ist stark, das muss man sehen. Raphael Wicki, gutes Stichwort, im Basel Trainer gesehen, spielt jetzt gegen den FCB, auch Cedric Itten, also 2, die sicher den Match unbedingt gewinnen wollen. Ja, das ist ja so. Und ich meine, das ist immer so, gegen Basel willst du gewinnen. Das ist einfach so. Und da ist die Einstellung, wenn da jemand nicht mit der richtigen Einstellung kommt, dann sollte er eigentlich nicht shooten.
Und IB hat viel Routine drin auch. Das ist noch ein wichtiger Faktor. Und so glaube ich schon. Also es wird die erste Probe sein, würde ich jetzt sagen, vom Vergleich vom Fußball. Also es wird schwer. Danke euch für eure Analyse und gegen den Match gegen IB. Über den diskutieren wir beim nächsten FCB Total. Das ist erst in zwei Wochen, weil nächste Woche haben wir mehr spielfrei nach dem spielfreien Wochenende. Und dann reden wir eben dann in zwei Wochen über den IB-Match. Bis dahin wünsche ich einen schönen 1. August, schönen Sommer. Machen Sie es gut. Ade miteinander.